Was machst du hier gerade im Zimmer, was bitte? Ich mache hier auch die Nägel und ich haue hier vier Nägel jeweils rein und damit und dann machen wir oben noch einen drüber, dass das wie ein Gartenzaun ist. Okay. Werdet ihr denn gleich noch das Floß verschönern? Ja. Ja, werden wir. Damit Teilnehmer, Kinder oder Jugendliche nicht im Eifer des Gefechtes so schnell in die Ruhe reinfallen und der DLRG sie rausholen muss. Jetzt mal ein Stückchen zurück, damit man die ganze Größe des Floßes erfassen kann und wirklich einen Eindruck davon gewinnt, dass das Floß 2x5 Meter ist und 2 Tonnen Auftrieb insgesamt hat. Dass eine ganze Mannschaft, 6, 8, 10 Personen, je nach Gewicht, vom Jugendzentrum, Kindergarten, Schule, dort dann mitfahren. Ja, wir bohren hier gerade ein Loch, um ein, besser gesagt, das Seil da durch, eine Reling so, damit wir nicht da reinfallen. Dass wir jetzt nicht in die Ruhe fallen, das soll ein Floß werden. Und ja, das Loch ist fast durch. Zeigt mir mal euren Handbohrer. Ihr benutzt ja einen ganz seltenen Handbohrer, gar nicht mehr mit Elektronik heute. Bohr mal weiter bitte. Guck mal, da kann man nämlich sehen, wie dieses Loch. Im Moment geht es leider nicht mehr tiefer. Da musst du drücken. Halt mal bitte fest, Kimon. Nein, nicht den Bohrer, sondern die Holzstange, die Reling. Ja, so ist gut. Richtig festhalten. Kommt ihr gleich durch? Wir sind schon durch. Ihr seid schon durch? Boah, dann komm ich mal gucken. Oh, sieht das toll aus. Vorsichtig. Weitermachen. Bohren, strengt euch an. Ja, klasse. Ja, super. Ein bisschen kaputt. Da kann man jetzt gut das Loch sehen. Zieht mal vorsichtig den Bohrer wieder raus. Und steckt mal das Seil da durch. Passt das denn auch? Müssen wir jetzt mal gucken, weil hier ein Knoten drin ist. Okay. Den ich jetzt erstmal befreien lasse. Lass mich mal befreien. Ich kann das. Darf ich? Hallo? Danke. Und das Loch. Da passt es. Klasse. Ja, super. Dann können wir jetzt das zweite bohren und die Reling komplett machen. Welche Höhe?